Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neunkirchenförden, liebe Zuhörer. Das Jahr 2020 geht zu Ende, das neue Jahr 2021 beginnt. Viele Menschen werden das Jahr 2020 als Pandemiejahr in Erinnerung behalten. Das war es sicherlich auch, aber das Jahr 2020 war auch ein Jahr, in dem wichtige Weichenstellungen für die Gemeinde Neunkirchenförden vorgenommen werden konnten. Wir konnten endlich ein Grundstück für den Neubau der Feuerwehr Förden sichern. Die Neverending Story mit dem Ausbau der Holdorfer Straße in Neunkirchen konnte zu einem großen Teil abgeschlossen werden. Und es ist uns gelungen, am Bahnhof in Neunkirchen ein Grundstück zu erwerben, auf dem wir eine große Verbesserung für die Mobilität unserer Mitmenschen erreichen können. Die Planung dazu soll in 2021 angeschoben werden. Diese drei Beispiele zeigen, dass zwar die Corona-Situation die öffentliche Diskussion beherrscht hat, aber dass doch auf anderen Ebenen gute Entscheidungen für die Gemeinde Neunkirchenförden getroffen werden konnten. Die sind vielleicht nur in der Wahrnehmung etwas untergegangen. Ich würde mir wünschen, dass sich das im Jahr 2021 anders darstellt. Wir wissen, dass uns das Thema Corona noch einige Zeit begleiten wird. Vielleicht auch über das Jahr 2021 hinaus. Wir sollten aber dahin kommen, dass wir den anstehenden Sachentscheidungen des Jahres 2021 die öffentliche Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie aufgrund ihrer Wichtigkeit verdient haben. Ich erwarte für das Jahr 2021 wichtige Weichenstellungen für die Wohnbebauung in Neunkirchen und in Förden, nach der im Frühjahr 2021 beginnenden baulichen Erweiterung der Grundschule Förden soll für die Grundschule Neunkirchen die Planung einer Erweiterung aufgenommen werden. Im Bereich der Kinderbetreuung werden Entscheidungen zur Erhöhung des Platzangebotes getroffen werden müssen. Und nicht zuletzt wird auch am 12. September 2021 noch die Kommunalwahl stattfinden, bei der Gemeinderat und Kreistag sowie Landrat und Bürgermeister gewählt werden. Auch da wird es Veränderungen geben, denn der amtierende Landrat Herbert Winkel tritt nicht erneut zur Wahl an, sodass dieses wichtige Amt auf jeden Fall neu besetzt werden wird. Ich bin mir sicher, dass die Themen des Jahres 2021 das inhaltliche Potenzial haben, die Gemeinde Neunkirchenförden noch weiter voranzubringen. Lassen wir es nicht zu, dass die Diskussion über ein Virus die Wahrnehmung aller anderen wichtigen Themen für unsere Gemeinde überdeckt. Wir nehmen den Kampf gegen das Virus an. Da bin ich ein entschiedener Befürworter der Impfstrategie. Aber wir entwickeln unsere Gemeinde lebens- und liebenswert weiter. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Ich würde mich freuen, wenn Sie alle im positiven Sinne zu dieser Weiterentwicklung beitragen. Geben wir dem Jahr 2021 eine Chance und tragen wir dazu bei, dass dieses Jahr seine Chance nutzt. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in das neue Jahr 2021. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie gesund.